in Fuerteventura? Ich bleibe bis übermorgen. Aha. Und Genau, ich hab noch 2 Tage, ich bin schon da. was ist das Wetter heute bei Ihnen? Oh, bei uns ist das Wetter, ich glaube, 24 Grad Sonnenschein, keine einzige Wolke. Es ist wundervoll. Es ist wirklich wundervoll. Und ich liebe es einfach, diese kleinen Auszeiten zu machen, Kraft zu tanken und auch Ideen zu sammeln, weil gerade wenn man sich frei fühlt, kommen ja unglaublich viele Ideen. Und dann kommt auch ein bisschen Lebensgefühl wieder zurück, wenn man so in diesem tristen Winter oder, naja, langer Winter, sage ich mal jetzt, sich so ein bisschen fühlt und dann einfach mal raus. Das ist für mich immer. Ach, Seelenstreicheln. Genau. Ja, Ja. aber Fuerteventura ist ganz anders als Tenerife oder Gran Canaria. Es ist dort in der Nähe, genau. Teneriffa ist daneben. Die Kanaren gehören zusammen, genau. Ja, wir gehen nach dem Song Sommer am Meer. Wie hat das Ja. geschrieben? Wie hat das geschrieben? Dieser Song hat der Heiner Wolf geschrieben vom Label H&M. Ja. Und ich finde, er hat das so wunderbar zusammengefasst. Er findet immer wieder ganz wundervolle Worte. Also ich bin so dankbar, mit ihm arbeiten zu dürfen. Ja, und dann hat er ihn einfach, ja, hat er diesen wundervollen Song komponiert. Und ich bin mega dankbar, dass ich ihn singen durfte oder darf. Ja. Genau, und das ist eben halt unser Song, der eben halt für ganz viele einfach ein bisschen Seelenstreicheln transportieren soll. Es ist ein leichter Song, man kann auch dazu mit tanzen und ich finde, es ist inspirierend. Du weißt ja selber, was Musik mit einem macht. Ne? Musik ist ja einfach, es verbindet einen und wenn man Musik hört und sich damit identifizieren kann, ist das einfach so eine kurze Auszeit für einen selber und das ist ja auch das, was wir machen wollen. Aber du bist da auf Fuerteventura nur für Urlaube, nicht für zu singen. Ja, nein, nein, nur für Urlaub, genau. Ja. Meiste Holländer gehen auch nach Gran Canaria oder Tenerife. Da hat man viele holländische Kneipe und da geht man das Singen so in den Urlaub. Sind Sie? Also das mache ich natürlich auch. Also es gibt hier viele Möglichkeiten zu singen und natürlich mache ich das auch, weil das ist einfach mein Leben. Und ich hab's jetzt neulich gesagt, das Schöne ist dann, wenn die Angestellten dich am liebsten gleich einstellen wollen. Weil sie sagen, wow, krass, ja, komm, bleib doch hier. Das ist dann immer wieder schön, ja. Ich kann an dich hören, dass du viel Spaß hast da. Oh ja, das ist immer wieder Auszeiten und auch mal mutig zu sein, einfach mal. Das einfach zu tun, raus aus dem Alltag, mal neue Luft schnappern, andere Eindrücke gewinnen. Und das ist ja auch wieder schön für unsere Songs, denn diese anderen Eindrücke, die nimmt man ja mit und verpackt sie dann einfach in Musik und schaut, was kann man denn noch an Botschaften für alle einfach irgendwie raus, ja, in Songs packen und dass man dann auch ein paar Ja, neue Sachen hat. Ne? Also das ist schön. haben Sie ja ein bisschen braune Haut? Ah, na, aber sicher. Ah, ja, das habe ich. Und Ja. ich habe mir wirklich am ersten Tag gleich einen kleinen Sonnenbrand geholt. Aber gut. Ja, das habe ich. Die Sonne ist. Wie geht das Spiele? Want ich bin mit dem Zeit, Angela. Ich wünsche Sie noch einen schönen Urlaub, viel Spaß da vor und verdurre. Und Ich danke dir. wollen Sie den Ankündigung von Sommer und am Meer selbst machen, bitte? Ach, sehr gerne. Und ich möchte natürlich mich hier nochmal bedanken bei allen Hörern, die einschalten, bei allen, die uns auch supporten, den Heiner und mich. Und ja, wünsche euch natürlich jetzt einen fabelhaften Frühlingsbeginn mit dem Einklang mit meinem aktuellen Song Sommer am Meer. Ich wünsche euch ganz viel Freude und eine wundervolle Zeit. Und bis ganz bald, die Angela. Bye, bye. Und noch ein viel Spaß da, ein paar Saufe, nicht zu viel in der Sonne. Das werde ich Tschüss, tun. Ich schicke euch tschüss. Sonne rüber. Ciao, ciao, bye bye. Ja, tschüss.